Schwalben, die ich bis jetzt hier gehabt habe. Heute sind wieder Schwalben ausgewildert worden. 10 Mehlschwalben, oder 9 Mehlschwalben, 2 Rauchschwalben. Am besten kann man die immer direkt in der Kolonie, vor einer großen Kolonie ausbildern. Die gehört hier der Frau Schlotmann. Ja, und weil es eben nicht mehr so viele Kolonien gibt und mir ist selber eine kleine Schwalbe aus dem Nest gefallen, als es so heiß war, habe ich die zu Frau Wilmering gebracht und so ist der Kontakt entstanden. Genau. Und ja, sie hat mir dann erklärt, dass die Ausbildung in eine Kolonie sehr wichtig ist. Genau. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich hätte zu Hause eine große Kolonie. Und dann haben wir zusammen beschlossen, ihre Zöglinge alle bei mir auszuwildern, weil das beim ersten Versuch sehr gut geklappt hat. Das ist jetzt die dritte Auswilderung, die wir jetzt hier vornehmen. Insgesamt haben wir hier schon 15, ne? Da sind wir schon bei 26, die hier von Hame aus demnächst Richtung Süden marschieren. Weil die Schwalbe so ein soziales Tier ist. Und die fliegen da jetzt so mit in dem Schwarm und erlernen das von ganz alleine auf ganz natürliche Art und Weise, wie man sich in der Natur über Wasser hält. Wie man nach Afrika kommt vor allen Dingen. Also die Schwalben von Frau Schlotmann, die Jungtiere sind jetzt, die ersten sind schon raus, aber die sind jetzt auch flugfähig. Und die Mehlschwalben füttern eine Woche weiter und die füttern auch fremde Jungvögel. Mhm. Und daher kommt das hier genau rein. Die können auch teilweise nachts in die Schwalbenhäuser reingehen, in die Doppelnester. Und von daher passt das alles wunderbar. Sind die gleich integriert und fliegen hier mit und lernen das Jagen dann auch. Das ist